Während die ersten Gäste für ihre Karnevalsauftritte trainiert haben, da ging es in Wesel heute noch sehr, sehr viel lauter zu. Denn in der Niederrheinhalle, da finden am Wochenende die deutschen Meisterschaften im Hip-Hop- und Videoclip-Dancing statt. Es gibt vier verschiedene Kategorien, jeweils einzeln, in Paaren oder wie hier in der Gruppe. Wir haben meine Kollegin Jessica Westen dahin geschickt und die hätte am liebsten sofort mitgetanzt. In Wesel geht heute so richtig die Post ab. 2000 Tänzer und Tänzerinnen haben sich hier angemeldet zur Hip-Hop-Weltmeisterschaft. Und die Jungs und Mädels, die geben richtig Gas und die haben richtig was drauf. Und ich würde sagen, wir gucken erstmal einen Augenblick rein. Chris, das sah ja super aus. Wie viel habt ihr trainiert dafür? Na, wir haben gestern Abend trainiert. Was, männlich? Spontan. Dann haben wir die Choreo vergessen, dann hatten wir keine Zeit. Und dann haben wir gestern gesagt, jetzt müssen wir. Und dann haben wir es gemacht. Und seid ihr zufrieden? Ja, eigentlich schon. Es hat so viel Spaß gemacht und das ist eigentlich die Hauptsache. Geht's denn überhaupt dann ums Gewinnen oder macht ihr einfach nur mit, um Spaß an der Sache zu haben? Wir haben Spaß, aber wollen auch gewinnen. Also mit Spaß zum Erfolg quasi. Die Leidenschaft am Tanzen. Was findet ihr so großartig daran? Egal was man macht, man kann es immer im Tanzen ausdrücken. Ob man traurig ist, ob man Spaß hat, ob man rockt. Tanzen ist einfach die Sprache des Körpers. Ja, genau. Man kann halt einfach die Gefühle, die man vielleicht nicht aussprechen will, kann man so durchs Tanzen ausdrücken. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Danke euch. Danke. So, und Ali Schopan ist hier in der Jury und bewertet das Ganze. Ali, wonach bewerten Sie das? Ja, wir werten das nach verschiedenen Kategorien. Wir haben hier einmal das Taktgefühl, wir haben einmal tänzerisches Niveau, den Schwierigkeitsgrad bewerten wir. Wir bewerten die Synchronität, wir bewerten die Bilder, die Linien, das heißt, welche Aufstellung Gruppen haben. Wir bewerten Choreografie, Effekte, Musikalität, das heißt, wie kreativ eine Gruppe ist, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Wie ist bisher so der Eindruck, wie ist das Niveau hier in Wesel? Das Niveau ist ziemlich hoch, beziehungsweise wir haben ja hier Einteilungen. Es gibt ja verschiedene Kategorien, sodass das Niveau nochmal unterteilt werden kann, sodass der Überblick nicht verloren geht. Gibt es schon Favoriten? Nein, das kann man so nicht sagen. Hier wird noch gestylt und geflochten. Wie wichtig ist denn hier beim Tanzen das richtige Outfit? Also für mich schon ganz wichtig. Vor allen Dingen eine praktische Frisur muss es wahrscheinlich sein, oder? Ja. Worauf achten Sie jetzt hier beim Styling? Wir achten darauf, dass die Haare möglichst lange fixiert werden, denn der Auftritt findet erst morgen statt. Und die Kinder werden heute bereits alle vorbereitet, damit es morgen tipptopp sitzt. Das heißt, schlafen ist heute Nacht eigentlich eher schlecht? Ja, es könnte mit leichten Kopfweh verbunden sein, aber das nehmen die Kinder natürlich gerne in Kauf. So, ich habe jetzt mein Publikum gemogelt und ihr wird richtig ordentlich angefeuert. Sag mal Mädels, warum seid ihr heute hier? Weil wir uns qualifiziert haben für die deutsche Meisterschaft. Ja, und dann müssen wir heute tanzen, ne? Wie ernst nehmt ihr das hier? Schon ziemlich ernst, ja, auf jeden Fall. Das heißt, wie oft trainiert ihr so? Wir haben jetzt 2 bis 3 Mal die Woche trainiert. Und wenn ihr so in die Disco geht und so tanzt, da erntet ihr doch bestimmt eine ganze Menge Blicke, oder? Tanzen wir so in der Disco? Nein. Nein, macht ihr nicht? Also, nein, eigentlich nicht, nee. Wir tanzen schon normal in der Disco, ja. Wer hier heute mittanzt, der bekommt auf jeden Fall schon mal die Goldmedaille. Und die richtigen Gewinner, die kriegen nachher noch einen Pokal. Ich tue mich langsam auch schon so ein bisschen schwer mit Stillstehen. Und wenn Sie jetzt sagen, hey, das wäre auch was für mich, das will ich mir auf jeden Fall noch mal angucken, dann können Sie das noch tun. Morgen um 11 Uhr geht es hier wieder los in der Niederrheinhalle in Wesel. Und der Eintritt für Zuschauer, der kostet 10 Euro.
Dankeschön, Jessica. Du kannst uns ja am Montag mal ein paar Schritte hier in der Redaktion vormachen. Und